Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder nicht um ein Taschenmesser, sondern um den Maxpedition Fatty, der hier vorliegt. Er ist nicht mehr Teil meines EDCs, weil der mir einfach zu groß und zu viel Volumen hat. Also ist auf den Punkt gebracht, er ist einfach zu wuchtig. Und wie ihr schon seht, ist da jetzt so eine Art kleiner Verbandskasten draus geworden. Ist eigentlich eine Idee meiner Freundin gewesen, da sie so einen Ersthelferkurs gemacht hat und so. Und ja, sie hat sich das irgendwie so zurechtgeschnitten. Ja. Und wie gesagt, ich brauche ihn nicht mehr als EDC und nur rumliegen auch schade. Ne? Und na, da ist halt ein kleiner Verbandskasten raus geworden. Ne? Mit so Sachen wie so sterile Kompressen, hier so Wundverband auch steril verpackt. Hier so Hansaplast, so eine Verbandschere, dann hier noch solche Mullbinden. Also ein Kram, was. Immer ganz gut, also wenn Not am Mann ist, ist das wirklich nicht schlecht. Ne? Und wie gesagt, da hier alles steril irgendwo verpackt ist, ist das, ja, ist das eine feine Sache. Ne? Und hier könnte man auch noch, keine Ahnung, eine Pinzette irgendwie, es ist ja noch so viel Platz. Ne? Hier hinten ist auch, irgendwo ist noch eine Rettungsdecke drin. Hier könnte man auch Einweghandschuhe, sterile noch reintun. Oder halt hier. Also da ist ja noch, der ist ja noch nicht lang ausgeschöpft, also da passt noch einiges rein. Ne, aber so als, ich sag mal, Notverbandskasten gar nicht schlecht. Ne, und wenn man sich das mal anguckt, wie fett der ist. Ne? Also ja, ist halt ein Fetti. Ja, das ist der. Maxpedition Fatty jetzt als, ich sag mal, Notverbandskasten. Ne? Sicher kann man hier noch Kopfschmerztabletten und so reintun und so, aber die sind separat gelagert. Ne? Und ja, okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.